Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. In der letzten Folge haben wir einen Teddy von einer, ich wollte schon Brandbestie sagen, von einem Dämon geklaut. Und ich werde nochmal kurz hier reingucken. Ich glaube, wir hatten irgendwas gefunden, ne? Ja. Und zwar eine Trommel für 8 Schuss. Oh, ich habe die Gasmaske wieder an, ne? So, wir gehen mal ganz kurz schlafen in der Hoffnung, dass wir dann unser Leben wieder haben. Es kann auch ruhig tagsüber sein. Hallo? Ich glaube, dann kommen wir auch besser zurecht. Ich habe mir das mit dem Teddy ehrlich gesagt ein bisschen schwerer vorgestellt. Also ich dachte, muss ich kämpfen. Schleichen ist natürlich immer die beste Methode. Ist ja ganz klar. Aber, ich meine, ich beschwere mich nicht. Ne, ist hier jemand? Hoppehase ist hier noch. Aber ansonsten, wir könnten in den Güterbahnhof, aber ich denke, da werden wir sowieso reingehen. Ja, das ist eine Location, die wir noch nicht haben. Ach, weißt du was? Komm, wir gehen da einfach mal hin. No risk, no fun. Aber dann nachts über. Nein, gehen wir nicht. Ich habe gesagt, wir werden erst die Map erkunden, wenn wir alle Missionen durch haben. Und das meine ich ernst. Das ergibt sonst keinen Sinn. Wenn wir da sowieso dann später hin müssen, habe ich das umsonst gemacht. Das will ich nicht. Aber schön. Kein Stress. So ist das schön. Keine Anomalie. Oh. Sag mal, Fischi, verfolgst du mich oder so? Kann das sein? Oh, das ist ein Nest. Ob ich von wem? Ich bin sehr froh, dass er nicht aus dem Wasser kommt, hoffe ich. Oh, der wird uns bestimmt am Ende behindern. Oh nein, der wird uns hundertprozentig behindern am Ende. Wo bin ich jetzt? Okay, da wird die Daisine sein. Wir könnten auch von hinten kommen, aber ich will diese Fragezeichen durcharbeiten. Das heißt, wir laufen auf jeden Fall erstmal zurück. Und dann bleiben wir auf den Schienen, weil auf den Schienen sind wir in Sicherheit. Das ist gut. Das ist ein guter Plan, Zero. Überschön taktisch denken, dann wird alles gut. Ach, du bist ja immer noch da. Jetzt aber. Warum bewegen die sich eigentlich überhaupt nicht? Immer wenn man hinguckt, sind sie auf derselben Stelle. Als ob sie sowas in der Art wie NPCs wären. Ihr tut mir nichts, ne? Ihr seid ja nur kleine Katzenviecher, höchstwahrscheinlich. Ja, ich muss es testen, ob die mir was tun können oder nicht. Aber der greift mich auf jeden Fall an. Aber ich zerprügel dich einfach. Oh Gott, da kommen die Großen. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Ich tue niemandem etwas. Ich bin friedlich. Sie haben es mir geglaubt, die Depp. Ich glaube, der ist unter mir und rennt herum. Und freut sich ein Keks. Ist alles voller dieser Katzen. Die können wirklich nicht auf die Schienen. Oh. Das sieht interessant aus. Vielleicht gehen wir da nochmal hin. Das ist ja besagte Brücke, ne? Ah, wir müssen da sogar hin. Oh, oh. Du willst nicht zu mir, oder? Ich fürchte doch. Ich bin dann mal weg.
War mir eine Freude, dich kennengelernt zu haben, Mr. Dämon, aber wir werden leider keine Freunde. Leider, sonst könnte ich auf deinem Rücken fliegen. Bin da ab. Gesehen haben die mich noch nicht. Mr. Flugviech, bitte greif sie an und nicht mich. Das wäre echt nett. Das war das Flugviech. Der Dämon hat ihn abgeschossen, nicht ich. Wirklich. Ungelogen. Ich schwöre. Au! Okay, die wissen, wo ich bin. Und dann kann ich auch meine fette Wumme rausholen. Genau, Dämon, greif sie an! Mach sie fertig! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht tun wird. Ihr sollt euch verziehen. Oh. Oh. Nimm das, du Miststück. Da habe ich das Auto getroffen. Ernsthaft? Wahrscheinlich geht er nur auf mich. Okay, die greifen jetzt das Viech an. Sehr schön. Dann zerprügel ich euch. Zack! Wir sind am Arsch! Schnell weg von hier! Was zum... Oh nein, Ghule. Oh. Okay, ihr könnt euch ruhig prügeln. Ich habe kein Problem damit. Ich gehe mal hier entlang. Okay, hier ist eine Gasmaske drauf, ne? Das, sind das die Typen jetzt, oder heißt das, man muss hier eine Gasmaske tragen? Jetzt wissen die allerdings nicht, wo ich bin. Ich glaube, das sind die Typen, weil die auch eine Gasmaske aufhaben. Hallo? Ist das billig? Keine Sorge, ich finde dich noch. Okay, das war ein Riesendurcheinander. Alter Schwede. Oh, hi. Ich habe leider keine 50 Schusswaffe für euch. Ist ein bisschen blöd jetzt. Was? Oh Gott, er hat seinen eigenen Kollegen abgeworfen. Oh mein Gott, ist das gut. Hat er eine Unterhose an? Hey, bist du Unterhosen-Tübi? Ich weiß, ich bin nicht gut im Schießen. Momentan jedenfalls nicht. Und dann verpasste ich ihm einen Headshot. Oh, ich dachte, es wäre eine, keine Ahnung, die Maus. Unterhose oder so. Er sah auf den ersten Blick so aus. Aber Zeit, die Jungs jetzt mal ein bisschen zu looten hier. So. Ja, zumindest kriege ich ein bisschen Munition wieder. Ich hatte nicht viel Hoffnung. Aber muss auch nicht sein. Wir bräuchten eine neue zweite Waffe. Eine mit großen Kalibern. Nicht so eine kleine Furzwaffe jetzt. Oh. Ich sehe schon. Aber Moment, ich kann doch da einfach rein, oder? Ja.
Ich bin gefangen. Als ob. Besonderer Loot. Hat sich mal wieder gelohnt. Und ein neuer Aufsatz. Mann, das ist doch Hühnerkacke. So einen Scheiß gibt es bei mir nicht. Drückst du denn die richtigen Tasten? Hältst du mich für einen verschissenen Vollidioten oder was? Diese Scheißidioten haben an dem Ding rumgefummelt. Warum hatten sie es überhaupt bei sich? Hey, du Arschloch, warum hattest du das Ding bei dir? Du sollst die Finger von diesem Kram lassen. Wir brachten gerade diese satanische Maschine zum Haus des Zarfischs, um sie zu läutern und vor ihr sicher zu sein. Zum verdammten Terminal? Verdammt, ihr seid echt krank. So ein tolles Ding wegzuwerfen. Hast du gehört, Toyan? Ja, hab ich, verdammt. Das Ding gehört aber auf den Schrott. Siehst du, das Band dreht sich, aber es wird nichts abgespielt. Könnten die Batterien schlapp sein? Hey, ihr Wichser! Habt ihr frische Batterien? Nein! Elektrizität ist eine Sünde! Gottlose Technologie ist eine Sünde! Halt deine verfickte Schnauze, du Stück Scheiße! Vielleicht so. Verdammt, wenn ich das nur wüsste. Das Ding scheint gar nichts zu machen. Sollen wir es bei den Jungs gegen irgendwas Gutes tauschen? Das Band dreht sich ja und so. Ach, wer will schon so ein kaputtes Stück Scheiße? Verdammt! Das ist so typische russische Musik. Ja gut, wenn man zu blöd ist, natürlich ein Band abzuspielen. Und stattdessen aufzeichnet, ist man ja selber schuld. Höre ich da etwas Stimmen? Nö, nö, das ist der da. Hört sich nur so menschlich an. Aber gut. Ja, cool. Da mussten wir sogar hin. So, und ich wette, hier ist die nächste Werkbank. Habe ich mir fast gedacht. Gibt's denn noch Loot? Sehr schön, wir könnten schlafen gehen. Wir wissen aber nicht, wo wir hingehen. Also bereiten wir uns nochmal kurz vor. Okay, hier machen wir noch ein bisschen Munition. Machen wir uns mal neue Messer. Stimmt, die anderen habe ich gar nicht aufgesammelt, ne? So, zusätzliche Riemen und Taschen für Wurfwaffen ermöglicht es dem Träger, die Anzahl der getragenen Granaten und Messer zu verdoppeln. Ach nö, ich bleib mal bei dem. Ah, wir hatten einen neuen Aufsatz, ne? Ich glaube, den können wir nirgends anbringen. Die Waffe kann ich ja auch nicht wechseln, ne? Aber wir können sie reinigen. Das kostet Zeugs. Aber die Waffe war auch verdammt dreckig. Zumindest der Schaden muss wieder hergestellt werden hier. So. Aber wir haben viel von diesem Reinigungszeug, ganz ehrlich. So. Jetzt weiß ich auch, wofür wir diese Chemikalien gebrauchen können. Aber ich wette, davon haben wir auch eine Menge, ne? Ups. Was war das denn? Ach, guck mal. Sichtfeld. Schärfentiefe aus. Blende. Neigen. Ah, das ist der Kameramodus. Ach so. Ah. Gehen wir erstmal raus. So. Wo sehe ich meine Ressourcen? Ach, da oben. Wäre mehr als genug. Können noch ziemlich viel reinigen. Nee, Jungs. Wo soll ich jetzt hin? Die Draisine wird hier irgendwo sein. Aber sag mir bitte nicht, dass ich in ein Boot... Da ist ein Boot. Aber das ist Fischi. Ich dachte, ich sollte mit der Draisine oder so. Ah ne, die Draisine benutzen wir, um das Ding zu transportieren. Nicht, um dahin zu fahren. Was
Es liegt noch hier. Da. Ein bisschen Schrot, Moni. Vielleicht sollten wir uns eine Schrot als nächstes organisieren. Gehen wir bloß aus dem Weg, Junge. Ich glaube, wir haben hier erfolgreich überwunden. Beeil dich, Atjom. Schneller. Ich fürchte, wir sind noch nicht... Nein, okay, das sehe ich. Das sehe ich. Könnte Loot sein, aber irgendwie bezweifle ich das stark, dass sich Loot bewegt. Oh nein, das heißt wieder Ghule. Oh, ich habe nichts, um mich gegen die Ghule zu wehren. Oh, warum bin ich so eine arme Sau? Oh Gott, hier wohnt das Fischi. Ich sehe es doch kommen, hier wohnt das Fischi. Oh, hi. Oh nein. Kann es noch schlimmer kommen? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hinter mir irgendwas brüllt. Aber ich drehe mich nicht um. Das ist das Flugviech. Alles in Ordnung. Alles richtig gemacht. Okay, komme ich jetzt hier rüber? Okay, gespeichert. Alles gut. Dann hocken wir uns mal hin und hoffen, dass wir hier durchkommen. Hier wohnt das Fischi, ey. Nein, das kannst du... Oh nein, ey. Das kannst du doch nicht bringen, Spiel. Ich glaube, hier hat es einfach nur getropft. Okay, ich vermute mal, die Ghule werden hier nicht das Problem sein, sondern das Fischi. Und hier habe ich das Gefühl, dass man hier nicht weiterkommt. Achso, doch. Ich will nicht gegen Fischi kämpfen. Das ist doof. Okay, ist nur eine Fahne. Alles gut. Ich glaube, mein Boot ist hops gegangen. Ich will noch mal kurz gucken. Mein Brötchen ist noch da. Okay, Zero, lass die Eier wachsen. Geh einfach weiter. Einfach weitergehen. Du bist hier der Big Bad Boy. Keiner kann dir das reichen, das Wasser. Na gut, außer vielleicht das Fischi, weil er drin lebt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, der schnappt sich Ghule. Und wir kriegen hier Dosen zum anscheinend werfen. Okay. Ey, ich brauche mal mein Zielvisier. Erstmal ein bisschen umschauen. Okay, wir haben eine Sache gefunden, der ich schon mal nicht vertrauen werde. Warum? Okay, wir können anscheinend da nicht durchlaufen. Ach komm, ich habe euch doch gesehen. Einfach cool bleiben. Einfach cool bleiben, dann ist alles in Ordnung. Immer diese Wasserleichen. Und dich sehe ich auch. Auf Ränder aufpassen, Leute.
Wenn wir aufpassen, kann eigentlich nichts passieren. Und wenn ich cool bleibe und immer geschickt ziele, dürfte das auch kein Problem sein. Guck mal, das ist eine Fackel. Safety first. Ist mir egal, welche Munition verschwendet habe dafür. Ich bin gerne in Sicherheit. Okay. Wir gehen erstmal hier hoch. Wir lassen uns nicht verarschen von der Tür. Obwohl, wir gucken mal kurz nach. Die wird höchstwahrscheinlich abgeschlossen sein, wenn es da lang geht, ne? Nein, ist hier nicht. Ich gehe trotzdem hier lang, weil das ist das Erste, was man sieht. Man sollte immer sich umsehen, bevor man irgendwo lang geht. Klare Regel. Na, guck mal. Was bringt mir das? Okay. Das war laut. Oh, das sind die Geisteskranken. Habe ich euch nicht alle getötet? So eine Munition. Was ist mit deinem Kopf nicht in Ordnung? Kannst du sterben? Wer das. Möglich? Du lebst selber noch! Danke. Jetzt ist die ganze Halle hinter mir her. Was bist du denn für einer gewesen? Stirb da halt einfach nicht. Okay. Statt dieser Pistole. Obwohl, wir brauchen. Wir gucken einmal kurz die Waffe hier an. Okay. Wir nehmen das hier erstmal mit. Also ich habe da hinten irgendwo mal einen rumlaufen sehen. Da, guckt euch das an. Ich werde einfach jetzt schon so viele wie möglich erledigen. Ah! Haben wir weniger Probleme. Das ist auch ein guter Plan, oder? Ich weiß nicht mal, ob das hier jetzt der richtige Weg ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier langlaufe. Aber ich habe keine gute Waffe, um gegen die Gula anzukommen. Okay, ich möchte jetzt doch da mal lang gehen. Einfach nur, um zu gucken, was da hinten ist. Oh, das ist, wenn es zu verzwickt ist. Dann irgendwo ein Ghoul. Das ist eine Glocke. Das ist die Drasine? Weiß es nicht. War nicht die Drasine, sondern so ein manuelles Ding. Aber hier geht's auch noch höher. Ach, das ist flugfähig, alles gut. Hab nur Geräusche gehört und hab gedacht, oh Scheiße. Geräusche sind nämlich böse in diesem Spiel. Okay, wir gehen durch die Tür und dann werden wir angegriffen. Oh mein Gott. High Voltage. Oh, das. Okay. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Hier gibt's jetzt Stuff ohne Ende, ja? Oh, Night Vision. Oh, das ist gut. Oh, ja. Drücke nach links, okay. Ah, okay. Night Vision ist super gut. Oh, nice. Gut, dass ich den Schlüssel bekommen habe. Und das wird höchstwahrscheinlich der Loot gewesen sein für hier. Weiß nicht, ob hier noch irgendwas sein wird.
um was Nützliches, Gutes. Aber wir schauen uns hier mal um. Ein Friedhof. Ich frage mich, ob hier die Sünder begraben liegen oder die Typen. Höchstwahrscheinlich die Sünder. Ja, ich muss leider. Ansonsten habe ich ein Problem. Wenn da mehrere Ghoul auf einmal kommen. Außerdem verwenden wir sonst dieselbe Munition für beide Seiten. Ich könnte die Sniper mitnehmen, aber ich brauche halt eine Silent Waffe. Obwohl, ich habe eine Silent Waffe, ne? Ich habe ja immer eine Silent Waffe dabei. Ah, jetzt habe ich das Ding auseinandergebaut. Das heißt doch, dass ich dann halte LB gedrückt und das Ausrüstungsmenü drücke B, um Nachtsichtgerät ein- und auszuschalten. Ja, aber ob ich es jetzt anhabe oder nicht? Na gut. Also gut. Das ist mein Pistolero. Wir können den Schaden noch weiter erhöhen, aber dann haben wir keinen Schalldämpfer. Aber ein Visier ist schon mal nicht schlecht. Genauigkeit und Schaden. Aber wir könnten eine fette Sniper draus machen. Wir haben ja eine Silent-Waffe, stimmt dabei was. Okay. So, jetzt haben wir eine fette Wumme. Alles gut. Danke für die Übersetzung. Abgeschlossen? Brauchen wir etwa noch einen Schlüssel dafür? Oh, das ist eine fiese Nummer. Ich hab doch noch einen Schlüssel. Ah, hier sind wir durchgeschwommen. Kann ich hier rein theoretisch rüberspringen? Nein. Na gut, wir haben die Night Vision. Jetzt können wir nachts auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß haben. Sammelt sich hauptsächlich im Sediment und in Folge ist die Bodenfauna am stärksten betroffen. Der aktive Überträger bewirkt ausgeprägte Pathologien bei den Jungtieren der Krustazeen und Mollusken, die schnell tödlich enden. Der Catfish-Nachwuchs im Testbecken hat jedoch nicht nur völlig unbeschadet überlebt, sondern völlig unerwartet die Kontrollgruppe in Sachen Wachstum um mindestens das Vierfache überholt. Der Überträger scheint sich auf Meeresfischarten nicht allzu sehr auszuwirken. Die Jungtiere der Barsche und Rotaugen weisen eine marginale Steigerung des Wachstums, aber keine negativen Nebenwirkungen auf. Ach so, der Killerfisch ist natürlich keine Nebenwirkung. Nein, nein. Geboren, um zu töten. Ihr wollt mich doch verarschen. So. Ich werde hier nochmal pumpen. Dafür bräuchte ich noch ein Visier. Na gut, dann haben wir das auf jeden Fall geknackt. Das Messer hab ich. Bin ich gleich so. Okay. Oh, das ist. Oh nein. Oh nein. Das. Oh Gott, das ist wackelig. Kann ich rein theoretisch da einspringen? Also ich bezweifle, dass wir jetzt einen Rückweg haben. Es ist, glaube ich, kein Assassin's Creed, wo uns eine Abkürzung geschaffen wird. Ja, und ob wir das überleben, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero und tschüss. Oh, Moment. Eine Sache können wir noch erledigen. Heh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